Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und herzlich willkommen zum neuen Video. Es ist gar nicht so früh, wie es aussieht. Es ist, glaube ich, schon 7 Uhr und ich darf hier nur bis 9 Uhr stehen. Dann müsste ich wieder bezahlen. Darum mache ich mich jetzt auf die Suche nach einem Bäcker und dann frühstücke ich erst noch gemütlich und dann geht's weiter nach Südtirol. Viel Spaß beim neuen Video! Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. So ein Glück, ich bin nur bis zur Ecke gelaufen, 5 Minuten, und schon habe ich einen Bäcker gefunden und kann gleich frühstücken. Mit Ausblick auf die Nordkette. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same, as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Willkommen in Italien! I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Ja, ich bin angekommen. Hier ist mein Hotel. Und jetzt gehe ich natürlich, wie immer, erstmal zur Touristeninformation. Herzlich willkommen im Ahrntal. Ich bin in St. Johann. Hier ist die Kirche, da will ich jetzt rein. Ich war auch schon in der Touristeninfo und habe mir einige Materialien geholt. Es läuft ganz schön viel da. Mal sehen, sieht gut aus für eine Schneeschuhtour wieder und da scheint die Sonne. Es soll aber heute noch regnen. Ja, schauen wir mal, was so geht. Room tour. Hier ist auch gleich der Schrank, also so ein typisches Zwei-Bett-Zimmer praktisch. Ich war jetzt selbst noch nicht weiter, lass mich überraschen. Erstmal schauen wir alle mal auf den Balkon, okay? Wow, wunderbar. Hier kann man auch gleich mein Auto sehen. Und die Sonne. Herrlich. Und jetzt schauen wir mal ins Bad. Klein, aber fein, würde ich sagen. Ja, jetzt geht's los zur ersten Tour. Ich mache hier mal so eine kleine Dorftour, denn ich warte auf Freunde, die sind noch Skifahren. Und dann geht's gemeinsam weiter. Ich hatte mir auf der Wanderkarte eine schöne Route ausgesucht. Und jetzt in der Realität, finde ich, ist sie gar nicht mehr so schön, denn ich würde da irgendwo hochgehen. Aber da liegt überhaupt kein Schnee, nur Matschepampe. Und jetzt habe ich mich entschlossen, hier hochzugehen. Und der Vorteil ist auch noch, jetzt kommt die Sonne hier rum. Jetzt ist sie momentan hier und kommt dann hier so rum. Und ich habe dann Sonne. Und so sieht es hier jetzt im Originalen aus. Und da will ich hoch.
Vielleicht nicht bis ganz oben, ist ja schon ziemlich später Nachmittag jetzt, aber ein kleines Stück. Zum Ende des Jahres habe ich mir den Besinnungsweg gewählt. Und der führt zur Niederhofer Alm. Allerdings ist die geschlossen, kein Problem. Gleich muss ich mir die Grödeln anziehen. Die Schwierigkeit für mich besteht darin, ohne Cassie den Weg zurückzufinden. Denn eigentlich war Cassie immer diejenige, die uns zurückgebracht hat. Eieiei, mein Weg ist ganz schön steil. Sieht man das? Nicht so wirklich. Also in echt sieht er viel steiler aus. Aber zur Not kann ich da aufs Trampolin mich abfedern. Jetzt muss ich da hoch, der Sonne entgegen. Also 30 cm sind es bestimmt. Wow, was für ein Ausblick. Und ob ihr es glaubt oder nicht, hier sind wirklich Kühe drin. Ich weiß nicht, ob man das sieht jetzt. Doch, ein bisschen. Die in der Mitte guckt hierher, die sieht uns. Hallo Kuh. Oh, jetzt steht sie auf. Jetzt denkt sie bestimmt, ich gebe ihr Futter. Hört mal, ich habe Besuch bekommen. Ja. Doch noch Solo-Travel mit Hund. Mit fremden Hund. Oh, der schubst mich. Egon macht einen Plan. Das ist der Weg, den ich gekommen bin. Und nun geht er nicht weiter. Hier ist kein Weg weiter. Also selbst wenn man das als Weg sehen würde, hier kommt man nirgendwo hin. War wohl eine Sackgasse. Ich bin jetzt einfach hangaufwärts gekrabbelt, so einfach so schräg berghoch. Und jetzt habe ich wieder einen Weg gefunden. Und schaut mal, der Sonnenuntergang. Jetzt ist es 14.30 Uhr und schon geht die Sonne unter. Ich bin die Erste. Schauen, wie viele Höhenmeter wir schon hoch sind. 1280 Meter hoch. Seht ihr da die Wolken? Es zieht sich jetzt zu. Sehr spannend, das zu beobachten. So, ich mache jetzt hier Rast. Esse ein Brötchen und Würstchen. Da hinten, sieht man schlecht, ist jetzt die Sonne untergegangen. Und hier wacht jemand über mich. Und ich zeige euch mal jetzt den Weg, den ich vorhin ja nicht gefunden habe. Ich muss jetzt hier einfach mal schauen, bergab. Mal gucken, ob ich die Grödel anziehen muss. Aber hier sieht es ja erstmal nicht sehr schneereich aus. Und bis da unten muss ich dann. Schauen wir mal. Eieiei, ich habe schon zweimal lang gelegen. Es ist gar nicht so einfach, hier runter zu kommen. Das ist sauglatt. Jetzt geht es wieder ohne Schnee weiter. Und schaut mal, das sind übrigens Fichtenzapfen. Viele von uns sagen ja Tannenzapfen. Aber das sind Fichtenzapfen, denn Tannenzapfen, die wachsen nach oben und Fichtenzapfen wachsen nach unten und fallen dann runter. Eieiei, ich sehe schon kommen, jetzt wird es wieder glatt. Ja, war mir tatsächlich so gefährlich, der Weg hier. So um die Kurve und da geht es noch weiter und daher, habe ich mir lieber die Grödel angezogen.
Und jetzt ist es perfekt. Perfekt. Da oben habe ich die Grödel angezogen, bin jetzt hier runtergelaufen. Also kann ich euch wirklich empfehlen, die Dinger. So sehen die aus. Macht man einfach über die Schuhe rüber. Und verlinke ich euch in die Infobox. Könnt ihr mal schauen. Ein Wasserfall. Gleich habe ich es geschafft. Dann bin ich wieder unten. Und dann suche ich mir erstmal einen Kaffee zum Kaffee trinken. Freue ich mich schon drauf. Ich bin zurück hier in St. Johann. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, einfach hier unten klicken, abonnieren. Schaut mal, wie schön es jetzt hier aussieht. Bis bald!